Hallo, mein Name ist Ingo Werwein. Ich bin Modernisierungstechniker bei der Firma Zapf und in diesem Video erkläre ich Ihnen, wie man diese LED-Lampe mit Bewegungssensor richtig einstellt. Hierbei gehen Sie zu der Lampe und drehen Sie einfach mal nach links. Dann können Sie hier den Schirm abnehmen. Dann haben Sie hier eine Bedieneinheit mit einigen Dip-Schaltern. Die sind unterteilt in drei Sequenzen. Den Bewegungsbereich, also die Sensibilität, die Entfernung, was man da einstellen kann. Dann einmal für die Zeit, wie lange brennen soll zum Beispiel das Licht. Und für die Helligkeit, also wann die Lampe angehen soll und wann die wieder ausgehen soll. Die ganzen Bedienungsmöglichkeiten, das finden Sie alles in der Bedienungsanleitung. Genau, am Ende kommt dann der Schirm wieder drauf. Einmal nach rechts drehen, dann sitzt sie wieder fest.